Hallo und herzlich willkommen zu einem Video über den elastischen Stoß. Steigen wir ohne größere Umschweife direkt ein. Was passiert, wenn wir einen Körper mit der Masse m mit der Geschwindigkeit v0 auf einen anderen ruhenden Körper ballern, der die doppelte Masse hat, also 2m? Betrachte dies als einen elastischen Stoß. Nochmal zusammengefasst. Vor dem Stoß hat der Körper 1, m, die Masse, gleich m und v0, die Anfangsgeschwindigkeit, gleich v0. Und der Körper 2 hat die Masse m' gleich 2m und die Anfangsgeschwindigkeit v0' gleich. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com.